Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 2. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich doch einfach mal nochmal in den Bunker soll, um da ein paar Werkzeuge zu holen, denn anscheinend bekomme ich so die Teile fürs Auto, die ich brauche. Und ihr habt mir gesagt, ich muss mich gar nicht stressen. Da wird nichts passieren. Ich bin gespannt. Ich wollte eigentlich rausgehen. Das ist nicht raus. Gehen wir nochmal zurück. War das schon immer so komisch verpixelt, dass hier über so kleine Pixelchen waren? Ich glaube schon, ne? Ich hatte mich nur so sehr daran gewöhnt, dass ich das überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen habe, dass das so verpixelt ist. Könnt ihr mal sehen, wie schnell man sich an ein Spiel gewöhnt, wie Fallout. Ist irgendwie seltsam. So, wo ist hier der Ausgang? Da ist der Ausgang. Gefunden. So, wir reisen nämlich zurück nach Bunkerstadt, gehen in den Bunker, holen das Werkzeug für Madame und dann sollen wir zum Mechaniker gehen, der uns dann irgendwie das Auto aushändigt oder so. Ich bin da mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Erstmal werden wir von Geckos angegriffen, aber gar kein Problem, das ist sogar gut, denn Erfahrung liebe ich immer sehr gerne, ne? Ach du Scheiße, das sind viele. Take these. Na, das sind 5 Punkte, Mann. Haben wir die gleich alle auf mich zukommen? 35 K.O. geschlagen, alter Schwede. Ach, Sulik. Du bist mein bester Mann. Nur ich bin scheiße. Hat ihn eiskalt abgestochen. Eiskalt abgestochen. Okay, pullen wir den nächsten. Ich glaube, wir werden mehr als den einen pullen. Ja. Guck dir mal den Sulik an, ey. Das hatte ich nicht vor, es tut mir leid. Da habe ich Sulik getroffen. Nein. Okay, was sind hier unsere andere Waffe? Hatten wir nicht noch eine Schrotflinte am Start? Nee. Hatten wir nicht. Zack. Ich kann mich erinnern, dass wir mehr Schaden gemacht haben, oder? Ich meine, wir stecken mittlerweile aus so viel ein. HP 58. Not bad, Zero, not bad. So, noch einer tot und dann schauen wir gleich mal in die Höhle. Da könnte noch sehr viel Erfahrung für uns drin stecken. Und mittlerweile, Freunde, ist tatsächlich Halo, ich sag jedes Mal Halo, ne? Fallout 4 rausgekommen. Und das habe ich die Tage sowas von gezockt ohne Ende. Jetzt brauche ich mal wieder etwas Chilliges wie Fallout 2, um wieder runterzukommen. Oh, alles Skorpione. Take these. Und dies. Ja, easy. Aber natürlich mal alle. Oh, das wird Erfahrung geben, Freunde. Das wird Erfahrung geben. Und da ist der zweite Ausgang. Diese Höhlen sind eigentlich nur dazu da, um Erfahrung zu bekommen. Mehr will man damit nicht. Und das ist auch verdammt wichtig. Ich hoffe nur, wir haben noch sehr viel Munition. Wir gucken mal auf. Was hast du für eine Munition? Munition, 12 mm, ja, 12 mm, was haben wir denn da? Aha, easy going. Jetzt machen wir die platt. Wir gehen hier zuerst in diese Richtung, denn da sind ganz viele von denen. Wie viel Erfahrung haben wir gerade bekommen? 280 Erfahrung. Wie viel brauchen wir noch bis zum nächsten Level? Das würde mich jetzt mal interessieren. Welcher Knopf war das nochmal? Ach so, Figur, ne? Figur! Ja, knapp 4000. Und das wird auf jeden Fall schon ein guter Boost für uns. Und wir zielen ja richtig haargenau. Alter Schwede. Ah, da wird es schon ein bisschen schwächer. Aber es hilft noch. Oder es reicht noch, um sie alle umzubringen. Und gehen wir ein bisschen näher ran. Sully kommt auch nochmal ein bisschen näher. Und dann du! Und jetzt pullen wir sie.
Weil die werden gar nicht bis hierher kommen. Damn. Damn. Ich freue mich, dass wir jetzt ehrlich gesagt keinen Stress mehr haben. Ich habe ja vorher gedacht, mein Dorf krepiert und alles Mögliche. Hätte ich ja nicht den letzten Speicherstand noch gleich behalten können, war ja nicht so verkackt. Wobei doch, ich war Sklavenhändler. Der war verkackt. Aber ich weiß jetzt, ich habe keinen Stress. Ich kann tatsächlich erkunden, wie ich lustig bin. Und deswegen machen wir das auch. Wie viel Prozent? Oh, kann ich gar nicht treffen. Wie, ich habe verfehlt. Geht das überhaupt? Kann ich verfehlen? Bei 93% habe ich verfehlt? Was für eine Schande. Okay, Erfahrung. 690, Freunde. Wow. Wir kommen hier fast mit 2000 Erfahrungen raus, die wir gratis bekommen. Das ist besser als eine Quest. So, pullen wir erstmal die Links hier. Zack. Oder nicht, dann töten wir die halt auch noch. Und den. Die können sich gar nicht wehren gegen meine Macht. Außer Reichweite. Oh. Du bist aber nicht aus der Reichweite. Was? Wie kannst du es wagen zu überleben, du dreckiges Subjekt? Hey, was? Was überlebt er denn? Das ist nicht normal. Jetzt ist er tot. Shit. Okay, ich bin jetzt umzingelt. Geht's aber irgendwie hin? Okay, er ist tot. Okay, ich denke mal, das ist alles rechtzeitig. Sulik steht da nur rum und glotzt. Das ist echt nett. Aber ich habe alles unter Kontrolle, Sulik. Ich habe alles unter Kontrolle. Mach dir da mal keine Sorgen. Ach, jetzt kommst du plötzlich, ne? Und stehst mir im Weg. Jetzt kann ich nicht mal mehr schießen. Jämmerlicher Tod. Sehr schön. Da sind noch ganz viele. Wir haben bekommen 890 Erfahrungen. Oh, wir sind schon fast im nächsten Level up nahe. Das kann sich sehen lassen, Freunde. Später haben wir noch ein paar heftigere Waffen und dann laufen wir durch wie ein warmes Messer durch Butter. Ich meine, wir laufen jetzt hier schon recht gut durch, ne? Aber ist halt sehr viel Munitionsverschwendung noch dabei. Und Zulik braucht auch mal wieder irgendwie was Stärkeres. Er läuft jetzt mit dem Messer rum. Wieso läuft er mit dem Messer rum? Kann ich gar nicht verstehen. Oh, komm, machen wir einen Dauerschuss. Auf den hier. Brauchen wir ein bisschen Zeit. Ja, nice one. Oh, ich hab geladen. Ah, ich hab geladen. Musst du mir eigentlich jedes Mal im Weg stehen? Ich habe ihn nicht getroffen. Sehr schön. Jetzt guckt euch mal die Erfahrung an. Bam! Fast vom Level up. Das brauchen wir auch ganz, ganz dringend. Wenn ich so gesehen habe, was die Aliens da unten für Schaden gemacht haben, ne? Holy shit. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen stärker werden. Da flüchten die. Werde eure ganze Sippe auslöschen. Niemand wird entkommen. Ah, jetzt bewegen sie sich sogar nicht mehr. Sie sind starr vor Angst. Ach, jetzt kommt er auf mich zu. Er dachte, er kann sie alle rächen. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja, alles ausgelöscht. So läuft das, Freunde. Ordentlich Erfahrung gesammelt. Kurz zum nächsten Level-Up.
Nur kann sich das sehen lassen. Okay. Zurück nach Bunkerstadt. Ich will mein Auto haben. Dann können wir ein bisschen schneller durchs Ödland reisen. Ein bisschen erkunden, ein bisschen questen. Jetzt können wir uns auch Zeit lassen. Weil jetzt habe ich ja keinen Stress mehr. Ihr habt mir den ganzen Stress genommen. Das finde ich nämlich sehr gut. Kommen wir jetzt sicher durchs Ödland, weil wir alle umgebracht haben? Ist das quasi so eine Art Bonus? Ja, läuft. Okay, dann können wir uns auch bald an die Banditen ranwagen, wo wir eine Menge Munition bekommen. Ah. Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich schon stark genug bin dafür. Die haben alles nur Faustwaffen, ne? Au! Ich weiß ja nicht, ob das was wird, Freunde. Ich weiß ja nicht. Ich prügel nur auf mich ein, ne? Oh. Das tat weh. Okay, versuchen wir es einfach weiter. Die Erfahrung ist ja nicht gut. So gut wie tot. Okay, die Rüstung stecke ich mit ein. Ah, war auch wichtig. War auch wichtig. Jetzt fangen sie nämlich an zu treffen. Ja. Ach, da flüchtet er. Solik mag es, Leute umzustoßen. Sehr schön, den haben wir schon mal los. Hier wird nicht geflüchtet. Dein Ziel ist verstellt. Ist der Hund böse? Ne, die Hunde sind nett. Hammerhunde. Ich kann nichts sehen. Mist. Nein. Ach, Solik, ist das dein verdammter Ernst, ey? No risk, no fun. Ach, jetzt kommt plötzlich der Hund, oder was? Das ist irgendwie schlecht geschissen, Hund, oder was? Hier. Jetzt kommen die plötzlich an, ne? Ja, sauber. Wie er das überlebt hat. Okay, und tot. So, 180 Erfahrungen. Und was haben wir gerade noch bekommen? Hund, 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 Hund. 750 Erfahrungen. Saubere Sache. Oh. Habe ich noch ein Seil dabei? Eigentlich müsste ich jedes Mal ein Seil dabei haben. Ah. Ich hab noch ein Seil dabei, okay. Das bewirkt nichts, okay, dann nicht. Schade. Wir sammeln gleich das Dude ein. Ich will hier nur mal kurz reingucken. Eigentlich könnten wir auch die Brahmine töten, aber ich weiß nicht, ob die Erfahrung geben, ob sich das jetzt lohnt. Ja, scheiß auf die Brahmine. So, das kann ich verkaufen. Das ist super.
Bin übrigens fasziniert, dass man von denen keine Rüstung mehr bekommt. Bei dem Fallout 1 hast du für Rüstung richtig viel Kohle bekommen. Aber gut, vielleicht haben sie es deswegen nicht mehr gemacht. Vielleicht kannst du deswegen keine Rüstung mehr bekommen, weil du sie halt überall verkaufen kannst. Wieso hast du das nicht eingesetzt? Wieso hat er mich geschlagen? Was ist das? H&K Kors. Und die, an die Troller hier unten komme ich nicht ran, ne? Und hier ist noch die Toilette. 12 mm benutzt der, ja? Wie viel Schaden machst du? Warte, ich kann ja direkt mal vergleichen, ne? 15 bis 25, Reichweite 30? Ja, Mensch, das ist sogar besser als meine. Das ist besser als mein Kampfgewehr. Crazy. Ja, gut, hat nur 10 Munition, ne? Also, das ist natürlich was ganz anderes. Aber mehr Reichweite bedeutet schneller treffen. Besser treffen. Alles am Mögliche. Vom weiten Zielen, Snipern. Okay. Was haben wir für Möglichkeiten? Wir haben Dauerschuss und Einzelne. Okay. Ja, nice. Das macht auf jeden Fall Schaden. Oh Gott. Ich bin fast tot. Ui. Okay. Ich muss den Typen denn umbringen, ey. Au! Genau! Schubst du weg! Sauber. Okay. Ach, jetzt muss ich Dauerschuss machen, ne? Shit, der ist einfach überlebt. Sonic! Hä? Na warte, ich bin ein Sniper, mein Freund. Deine Waffe gehört sowas von mir. Irgendwann treffe ich dich. Na endlich. Ja, wenn ich näher gekommen wäre, wäre er abgehauen und dann hätte ich nämlich keine Möglichkeit mehr gehabt, sein Loot zu kriegen. Es ist immer göttlich, was er macht. Plopp. Level up, Freunde, level up. Hügelchen. So, was haben wir denn hier? Mit dem Bonus gewinnst du einen Stärkepunkt, wenn du unter 1,5 deiner maximalen Trefferpunkte fällst. Okay, brauche ich nicht. Du hältst einen zusätzlichen Eintrag für den Begleiterlimit, aber denk daran, mehr als 5 sind einfach zu viel. Ah, ich kann dann 2 Begleiter mitschleppen, ne? Das ist doch mal richtig cool. Mit Bewusstsein bekommst du genauere Informationen über jede Kreatur, die du untersuchst. Du siehst ihre genauen Trefferpunkte sowie Angaben zu allen Waffen, die sie bei sich tragen. Ist auch nicht schlecht, ne? Bonusbewegung. Für jede Stufe der Bonusbewegung erhältst du pro Zug 2 AP umsonst. Ah, ich kann zwei Schritte pro Zug laufen. Bonus Faustverletzung. Erfahrung im Kampf ohne Waffen verleiht dir einen Vorteil bei Verletzungen. Für jede Stufe dieses Bonus verursachst du plus 2 Trefferpunkte bei Nahkampfschaden. Nö, nö, nö. Dieb, Forscher, gebildet. Harmlos, dein unschuldiges Aussehen erleichtert dir das Stehlen ein wenig. Du gewinnst 20% zu deiner Armor. Ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich denke mal... Oh.
Die Strahlung Mödlern hat dich verändert. Eines deiner Zusatzmerkmale ist zu etwas anderem mutiert. Okay. Also hier gibt's so viele coole Sachen. Du bekommst nur 15% zu deiner Fähigkeit als Naturbursche hinzu. Mit größter Wahrscheinlichkeit kannst du zufälligen Begegnungen ausweichen, wenn du das willst. Ah. Und statt diesen mehr besondere Begegnungen als andere herbeirufen. Ranger ist natürlich nicht schlecht, ne? Du hast ein Talent dafür, Objekte in weiter Entfernung zu treffen. Mit jedem Bonuslevel bekommst du 2 Punkte Wahrnehmung. Es ist dann einfacher, aus größerer Entfernung zu töten. Was gibt so viel? Es ist wahrscheinlicher, dass du dich im Kampf schneller als deine Gegner bewegst. Aha. Du kannst jetzt Dialogoptionen. Du hast deine Fähigkeit verbessert, weit entfernte Örtlichkeiten zu sehen, womit die Größe der Entdeckung auf der Weltkarte um ein Quadrat in jede Richtung ausgeweitet wird. Nö. Ich nehme den Begleiter, weil wir dann 2 Begleiter mitnehmen können, die einfach alles für mich machen. So, und dann werden wir. Wo wollten wir als nächstes drauf gehen? Wir haben Wissenschaft auf 60. Wir haben Dietrich auf 70. Das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Nahkampf brauchen wir jetzt nicht so dringend. Energiewaffen müssen wir bald mal aufrüsten. Reparieren brauchen wir nicht. Stehlen, Dietrich. Wir haben Stehlen, haben wir auch schon auf 70%. Jetzt ehrlich, da hauen wir ein bisschen was auf Energiewaffen rauf, weil die werden wir bald verwenden müssen. Okay, und ab dafür. Nichts kann uns mehr aufhalten, Freunde. So, Innenstadt bitte. Hochlebe, der Bürger, und das bin ich. So, ab in den Bunker. Da sind irgendwo die Sachen für Valerie, hieß sie, oder? Wie hieß sie? Ups, das wollte ich nicht. Sorry. Wie hieß die Troller gleich nochmal? Okay, jetzt ist sie nicht mehr da. Was ist damit? Wie, habe ich das nicht aufbekommen oder was? Hätte schwören können, ich habe das aufgemacht. Ja, ein bisschen Gratis-Erfahrung nehme ich gerne. Kann ich alles verkaufen. Apropos verkaufen. Ach, wir haben es. Und hier können wir nicht warten, ne? Ah, leckt mich, Freunde. Wir können hier nicht warten. Wir müssen eigentlich tags wieder kommen, um zu verkaufen. Macht nichts. Also, in einer der Kisten ist tatsächlich das Zeug für Valerie. Ich glaube, so hieß sie. Und darum müssen wir da ran. In den zweiten Stock, bitte. Da waren wir schon mal drinnen, ne? Das ist der einfachste Ort, wo wir derzeit rein können. War Dr. Troy schon immer da? Was haben wir hier? Steuerchips. Kann man bestimmt alle verkaufen, ne? Wenn man Fallout 1 gespielt hat, fühlt man sich hier ein bisschen verarscht. Wiegt 2 Pfund, okay. Türöffnung. Irgendwo muss hier das Werkzeug sein. Gibt es hier eine Kiste, die außergewöhnlich aussieht? Ja, ein Spind. Lass die Tür nicht automatisch aufgehen, ne? Okay, der Spind sieht da hinten auffällig aus. Alter, ich habe die Tür geöffnet. Dankeschön. So, der Spind sieht außergewöhnlich aus. Und die Kiste, die so schräg daneben steht.
Nur ein außerordentlich starker Mensch könnte sie öffnen? Die Tür ist nicht verschlossen, sie klemmt. Was du wollen? Die Tür klemmt. Nur ein außerordentlich starker Mensch könnte sie öffnen. Ich bin stark. Was ist das? Spiegel. Und die gehen einfach auf? Die ist verschlossen. Die könnte ich jetzt öffnen. Ein außerordentlich starker Mensch. Da kannst du nicht hin. Willst du mich verarschen? Wer bist du denn? Ich will zu dem Typen hier. Wo ist der Bildschirm an und wieso ist da etwas, was ich nicht geöffnet habe? Okay, gehen wir da hin. Oh, nice. Ich habe das gar nicht mitgenommen, aber was bist du? Das große Buch der Wissenschaften. Sehr schön. So, ein bisschen schlauer. Sonst haben wir nichts zu verwenden, ne? Oh, wir haben viele Sachen dabei. Mir hängt das Maus, hat ewig diese Listen für die Erstgeborenen ausfüllen. Willst du diesen Typen rein? Ich glaube, ich muss den hier dafür umbringen. Ja, sein Taschenfusel klauen bringt mir jetzt auch nichts, ne? Mit grüner Anzeige, auf dem diverse Daten erscheinen. Hin und wieder tauchen ein paar Beide auf, dann werden wir Wissenschaft mal anwenden. Du lernst nichts. Ach, es gibt ja Knöpfe dafür, ne? Das bringt doch nichts hier. Da können wir auch nichts machen. Was ist mit der Türsteuerung hier? Hä? Türöffnung? Hier ist nichts, doch. Kann ich sie nicht reparieren? Warte. Ups, das wollte ich nicht. Ja, du schaffst es nicht, das Schloss dieser Tür zu öffnen. So, aber wenn ich... Nein, das war es nicht. Wenn ich einen Gegenstand verwende, wie zum Beispiel das Brecheisen. Das bewirkt nichts, ehrlich? Habe ich Dynamit hier? Stimmt, ne? Ich hab Dynamit hier. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Dynamit gespeichert haben wir ja sowieso. Ah, 10 Sekunden passen. Tschüss. Ich habe das Ding gar nicht abgelegt, oder? Oh Gott, explodiert es gleich in meinem Inventar. Okay, Freunde, wir lösen das Rätsel morgen. Haut rein, euer Zero, tschüss.